Gelobt sei Jesus Christus. Morgen werdet ihr sehen, wie der Herr euch Rettung verschafft. So beten wir heute im Stundengebet. Morgen, Kinder, wird's was geben, singt ein altes Weihnachtslied. Sehnsucht, Verheißung, Freude als Schlagworte dieser heiligen Nacht und des morgigen Weihnachtstages. Aber schaut unsere Wirklichkeit oft nicht ganz anders aus? Dass mir gerade vor Weihnachten das passieren muss. Solche oder ähnliche Ausrufe haben sicher viele unter uns in den vergangenen Tagen gehört oder vielleicht sogar selber getan. Die junge Frau, die einer Freundin traurig mitteilt, dass gerade jetzt vor Weihnachten ihr Mann sie verlassen hat. Ein Dorf, das in Trauer liegt, weil einige junge Menschen bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen sind. Gerade vor Weihnachten. Gerade zu Weihnachten gibt es in den Familien Streit, oft über Kleinigkeiten. Gerade zu Weihnachten steigt die Frustration in vielen Menschen. Gerade zu Weihnachten haben die Frauen und Männer der Telefonseelsorge Schwerarbeit und glühende Telefone vor sich. Wie oft wird auf unserer Welt vom brüchigen Weihnachtsfrieden gesprochen? Irgendwie passt das alles nicht zu unserem Bild von Weihnachten, in ein Bild vom Idyll der Krippe, wie es Karl Heinrich Wagerl köstlich auf den Punkt bringt, der Engel Gabriel noch rechtzeitig für Sauberkeit und Ordnung sorgt, alles Getier vertreibt und dennoch sogar als Engel noch einen Floh übersieht. Weihnachten, das ist für uns oftmals eine klischeehafte Vorstellung von Tannenduft und frischem Lebkuchen, von Zuckerguss und Großreinemachen, von leuchtenden Kinderaugen und zu Tränen gerührten Erwachsenen. Und der Satz gerade zu Weihnachten zeigt uns deutlich, dass wir all das Unangenehme, das Schicksalhafte, das Böse für einige Tage aus unserem Blickfeld vertreiben wollen. So manche Weihnachtslieder helfen uns dabei. Still schweigt Kummer und Harm, Sorge des Lebens verhallt. Nach dem Familienstreit stehen Eltern und Kinder dann doch friedlich beim Weihnachtsbaum und nehmen sich beim Stille Nacht bei der Hand, um einige Stunden später die Auseinandersetzung vielleicht sogar heftiger wieder ausbrechen zu lassen. Zu Weihnachten, so scheint es, hat nichts Dunkles, nichts Böses, nichts Unheilvolles oder Schuldbeladenes seinen Platz. Zu Weihnachten, da wollen wir dem Kind in der Krippe eine Welt zeigen, die nicht einmal durch eine rosarote Brille betrachtet so schön sein kann, wie wir sie gerne hätten. Als die junge Frau ihrer Freundin berichtete, dass sie ihr Mann verlassen habe, gerade jetzt vor Weihnachten, da antwortete die Freundin, ja, wann denn sonst? Ist dieses kleine Kind in der Krippe, dieser menschgewordene Gott, in diese Welt gekommen, um sich hier im Paradies wohlzufühlen? Ist er hierher gekommen, um uns später, herangewachsen an Alter und Weisheit gereift, auf die Schultern zu klopfen, uns zu loben für die fantastische, sündenlose, schuldfreie Lebensführung aller Menschen? Oder ist Gott Mensch geworden? Hat er den Weg zu uns, in unsere Zeit, in unsere Situation eingeschlagen, dass wir wieder den Weg zu ihm finden können? Dass wir erneut Menschen werden können? Ja, freilich, wenn wir dem Jesuskind dieses Ziel zugestehen, dass er als unser Retter und Erlöser kommt, dann müssen wir gleichzeitig eingestehen, dass eben bei uns nicht alles in Ordnung ist. Die Welt ist nicht paradiesisch. Es gibt Leid und Trauer, es gibt Hass und Misstrauen, es gibt Sünde und Schuld. Dieses Eingeständnis wird uns heute aber vielfach schwer gemacht. Sünde und Schuld werden oftmals wegpsychologisiert. Wo aber keine Schuld, dort ist keine Vergebung nötig. Wo keine Vergebung, da braucht es keine Barmherzigkeit. Unsere Zeit ist somit unbarmherzig geworden. Und gerade in diese Unbarmherzigkeit, in diese Verworrenheit des Menschseins, kommt Gott als kleines Kind. Zuerst angewiesen auf die Barmherzigkeit anderer, schließlich dann der Retter und Erlöser, der all die Schuld und Sünde an das Kreuz trägt.
Es ist notwendig, auch heute in dieser Weihnachtsnacht den Blick auf den Karfreitag zu wenden, auf die Erlösung, auf jenen Punkt, wo Sünde und Tod schlussendlich besiegt sind. Ohne Karfreitag und Ostern wäre das heutige Fest sinnlos. Ohne den Blick auf die Erlösung durch den Gottessohn ließe sich kein Grund finden, seine Geburt zu feiern. Es liegt an uns, anzunehmen, dass es Dunkles und Verworrenes in unserem Leben, in unserer Gesellschaft gibt. Wir sind eben ein Volk, das im Dunkeln lebt, das aber das helle Licht erblicken soll, das Licht, das aus der Krippe von Bethlehem aufstrahlt, um all das Dunkle zu erhellen. Dieses Joch, das auf unseren Schultern liegt, soll zerbrochen werden. So prophezeit es Jesaja heute. All das Kriegerische und Gewaltvolle, der Stiefel, der daherstampft, der mit Blut befleckt ist, soll verbrannt werden, für immer vernichtet werden. Wenn auch bei uns derzeit kein Krieg ist, so nahe ist er in der Ukraine, vielen Menschen wird auch bei uns Gewalt angetan, oft auch seelische. Gott will das von unseren Schultern nehmen. Wenn wir erkennen, wo Dunkelheit und Böses liegen, der Apostel Paulus mahnt uns daher ein, unsere eigene Gottlosigkeit, den Verlust des wahren Vertrauens, des wahren Glaubens einzugestehen und abzulegen. Weil Gott es ist, der uns als das reine Volk erwählen will, als Volk, das ihm ganz zu eigen ist. In einer Gesellschaft, die im Begriff ist, ihre kulturelle und moralische Basis zu verlieren, oft blind in ihr eigenes Verderben zu laufen, lässt uns das Kind in der Krippe neu aufwachen. Nur in seinem Licht können wir das Dunkle erkennen. Nur durch seine Botschaft können uns die Augen geöffnet werden. Dass es eben Schuld gibt, die verziehen werden muss. Dass es Sünde gibt, die der Gottessohn für uns tragen will. Dass es Böses gibt, dem nur Gott selbst und unser treuer Glaube entgegenwirken kann. Gott wird Mensch. Er sucht den Weg in unsere Zeit, damit wir den Weg zu ihm wiederfinden. Gott wird Mensch, wird ein kleines Kind, um uns die Augen zu öffnen für den Plan, den er mit unserer Welt hat. Bitten wir den Herrn, dass er uns bei allem legitimen Brauchtum in den tiefen Sinn der Weihnacht eindringen lässt. Tragen wir all unsere Last, all das Zerbrochene und Ungereimte in unserem Leben zu dieser Krippe. Dann können wir auch den Ruf der Engel verstehen und anfanghaft erleben, wie Gott den Frieden bei den Menschen seiner Gnade stiften will. Mit diesen Gedanken wünsche ich Ihnen von Herzen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. Gelobt sei Jesus Christus.